Wirt und Vorarbeiter und seit 2012 zuständig für die Nachzucht unserer Eiben. Kurz, um da auch noch eine Meinung einzubringen zu können wegen Stecklingen, diese Diskussion ist auch schon aufgekommen 2015, als die Eibentagung in Zürich stattfand und ich eine Führung gegeben habe im Forstgarten. Darüber kann man sich streiten, aber eines ist bestimmt klar, wenn man Stecklingsvermehrung macht, ist das wesentlich einfacher als eine Vermehrung durch Kernwüchse, aber auf lange Sicht würde sich dadurch neutral betrachtet bestimmt irgendwann eine genetische Verarmung geben, würde man jetzt im gesamten Europa nur noch Steckling vermehren. Kommen wir zu den Themen, die ich heute besprechen möchte. Der Titel hat es schon gesagt, ich mache eine kurze Einleitung. Ich möchte den zeitlichen Ablauf der Eibennachzucht durch Kernwüchse anschauen und darstellen, gewisse Problemstellungen und Schädlinge ansprechen, die da einen großen Einfluss haben und das Ganze zusätzlich erschweren. Die Maßnahmen, die wir seit ich dafür zuständig bin, zur Verbesserung der Eibennachzucht getroffen haben, die Zukunftsperspektive des Forstgartens an sich, der Eibe und ein Schlussfazit und dann ganz zum Schluss werde ich gerne natürlich auch noch Fragen beantworten. Ich werde heute bis am Abend auch noch beim Abendessen dabei sein. Da beantworte ich immer ganz gerne alle möglichen Fragen. Werde dann aber wieder zurückreisen, weil wir im Moment ziemlich viel Arbeit haben und wenig anwesende Mitarbeiter aufgrund von Ferien und Sturm und allem Möglichen. Ja. Gut, der Forstgarten Albis Gürtel ist ein im Verhältnis sehr kleiner Forstgarten von etwa 0,8 Hektar. Seit 1940 wird dieser bewirtschaftet und werden auch Eiben nachgezogen. Seit 1984 wird das mit einem Arbeitsreintegrationsprogramm gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich keine Fachleute als Mitarbeiter, sondern Leute, die langzeitarbeitslos sind oder einen anderen Rucksack mit sich bringen. Und seit 2015 auch Zivildienstleistende. Da können sich immer wieder auch Fluktuationen ergeben in der Auslastung und wie viele Mitarbeiter halt eben gerade anwesend sind und verfügbar sind. Seit 2012 bin ich Leiter des Forstgartens und das sind jetzt ja dann auch schon bald wieder 10 Jahre. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Für Eiben sind 10 Jahre nicht so eine lange Zeit. Der zeitliche Ablauf. Alles beginnt eigentlich jetzt ab Ende September bis Ende Oktober mit der Samenernte. Die findet im Bestand statt. Wir haben rund etwa 10 bis 12 weibliche Eiben, die wir gut beernten können. Ab den Wegen mit Blachen und Netzen gehen wir da teilweise mit dem Stapler, aber auch mit Leitern hoch und schütteln da von allen möglichen Ästen mit Stangen die Eibenfrüchte auf diese Blachen, wo wir sie dann mit Hilfe von Staubsaugern aufsaugen. Wieso mit den Staubsaugern? Das klingt schon mal komisch und die Leute oder die Waldbesucher, die vorbeikommen, die schauen dann manchmal ein bisschen so, seid ihr deppert oder was? Was macht ihr mit einem Staubsauger im Wald? Nein, das hilft eigentlich da nicht, die ganzen Früchte zu zerquetschen, wenn man sie mit den Händen anfasst. Und es gibt dann weniger Sauerei und weniger Äste und Nadeln etc., die dann im Saatgut schon drin sind. Also man hat es ein bisschen leichter nachher. Was auch dazu kommt, wir haben angefangen mit diesem Korb und dem Stapler die Früchte direkt abzusaugen. Das bewegt dann das noch weniger Beigemüse, sage ich jetzt mal, im Saatgut drin ist. Nach der Samenernte geht man in den Prozess der Klängung, das heißt, man trennt den Samen vom Fruchtfleisch und von all den anderen Pflanzenbestandteilen. Dazu werden die
Früchte eingelegt in Wasser und werden dann passiert mit einem solchen Gerät, kennt man, da gibt es bei uns gratis Eibensmoothies zu trinken und werden dann durch verschiedene Siebgrößen gesiebt und mit Hilfe vom Wasser ausgewaschen. Der Prozess wird so lange wiederholt, bis irgendwann fast nur noch Samen vorhanden sind. Das ist gerade im Gang. Wir haben diesen Teil jetzt abgeschlossen im Moment. Man kann sagen, in diesem Jahr war ein gutes Samenjahr. Das kann ja immer wieder mal variieren. Man hat Fehlmasten, man hat Teilmasten oder Sprengmasten. Und in diesem Jahr sind wir eher, sage ich jetzt, gegen Vollmast bei uns regional. Also alle weiblichen Eiben haben Früchte und das ziemlich viel. Weiter kommt dann die Nachreifung. Man sieht es auf dem Bild, es hat einzelne Samenexemplare, die sind noch grün. Das kann man eigentlich fast nicht vermeiden, dass die einen halt etwas zu früh geerntet werden. Dazu werden die Samen dann im Wasserbad gelassen, noch einmal etwa 2 Wochen. Wobei man da aber achten muss, dass man das Wasser regelmäßig wechselt, weil es kann sonst anfangen zu schimmeln und das relativ schnell. Da reichen 1-2 Tage, nicht aufpassen und dann fängt das an zu gären und Gärung will man ja bei diesem Prozess jetzt nicht unbedingt. Danach kommt die Trocknung des Saatgutes. Dazu legen wir die aus in unserem Dachstock, in unserem Werkgebäude und trocknen die. Dazu brauchen wir auch schon Störsender gegen gewisse Nager, weil der Dachstock da von denen nicht befreit ist, leider. Diese haben es auch sehr gerne auf die Eibensamen abgesehen. Was dann folgt, ist die Stratifikation. Zur Stratifikation muss man sagen, das ist da für die Überwindung der natürlichen Keimruhe der Eibe. Die Eibe hätte ja eine Keimruhe von 2 bis zu 5 Jahren in der Natur. Und das können wir bei uns im Forstgarten nicht gut gebrauchen. Wir wollen ja, dass die Saat gleichzeitig aufläuft. Und dazu stratifizieren wir die Samen. Da werden sie eingeschichtet in Sand. Und dann bei einer gemäßigten Temperatur, bei uns ist das ein Luftschutzkeller, der dazu dient, zwischen 10 und 15 Grad herrschen da ungefähr immer, werden die dann für 18 Monate gelagert. Das bewirkt, dass die Eiben dann nach einem Jahr überliegen, gleichzeitig auflaufen. Es folgt dann die Aussaat Anfang Mai, je nach Witterung, das im Freiland oder auch in unseren Saattischen. Wie bereits erwähnt, die Saat überliegt dann ein weiteres Jahr. Das erschwert die Nachzucht im Freiland deshalb enorm, weil der Samen da ungeschützt je nach Schutzvorkehrungen liegt und dann halt diversen Gefahren ausgesetzt ist. Wir haben dann, wenn das gut funktioniert hier als Beispiel im Freiland, das Aufkeimen, das Auflaufen. Ist nicht selbstverständlich so, wie man das hier sieht. Das sind relativ viele Keimlinge für eine Freilandaussaat. Ist auch bei uns nicht die Regel, aber das hat dieses Jahr aufgekeimt und ist sicher ein erfreuliches Bild. Das ist das Wachstum im Saatbeet, dauert im Schnitt etwa 2 bis 3 Jahre. Es kommt immer darauf an, wie die Jahre sind, wie wüchsig, das kann variieren. Teilweise sind sie schon nach 2 Jahren genug groß, die Sämlinge. Teilweise aber erst nach 3 Jahren. Hier ein Beispiel aus den Saattischen. Man sieht, die Keimquote ist da noch ein bisschen höher, bis sie dann verkaufsfertig sind. Das sind Sämlinge, die wir im letzten Jahr verkauft haben, unter anderem auch einige nach Deutschland. Werden sie so gebündelt und können dann verkauft werden. Es hat oder Thomas hat mich gebeten, welche mitzubringen und das hat etwa 1000 Stück da draußen. Also wer einen Augenschein nehmen möchte, kann das gerne machen und kann auch welche kaufen.
kaufen. Dazu müsste man sich einfach mit Thomas in Verbindung setzen. Es folgt dann das Wachstum im Verschulbeet oder im Topf, je nachdem, was man machen möchte oder machen will. Das sind noch einmal 3 bis 12 Jahre. Dazu werden die Pflanzen in größeren Abständen verschult, so nennen wir das. Und da ist es enorm wichtig, dass sie eben einen Vorbau haben, weil in den ersten 5 Jahren ihres Daseins sind die Eiben angewiesen auf Schatten. Sie ertragen kein volles Sonnenlicht. Also allen, die jetzt interessiert werden an Sämlingen, muss ich sagen, nicht einfach an die Sonne pflanzen, die gehen ein zu 100%. Wir haben da auch gemerkt, dass wir nicht nur mit Vorbau hier in Form von Schwarzerlen arbeiten sollten, sondern auch vermehrt mit künstlichen Schattierungsnetzen. Das verursacht zwar mehr Kosten, aber ist auch einiges effektiver. So sehen sie dann aus. Hier sieht man verschult 2019, das ist ein aktuelles Bild. Jetzt 2021, also doch 3 Jahre nach dem Verschulen, ist immer noch nicht eine allzu große Pflanze, aber ein Setzling zwischen 25 und 40 cm. Es kann dann aber auch noch weitergehen. Größere Exemplare können immer wieder verschult werden, wie schon gesagt, im 3-Jahres-Abstand in der Regel. Bei uns im Forstgarten bis zu 12 Jahren, weil wir dann maschinell an unsere Grenzen kommen und einfach von der Einrichtung her auch nicht mehr größere Pflanzen produzieren können. Hier ein Beispiel aus dem Frühling 2018. Das sind Pflanzen, die im 2017 verschult wurden zum dritten Mal. Und hier ein Bild von den gleichen Pflanzen im Sommer 2020. Da soll man noch sagen, dass die Eiben nicht wachsen können. Die haben schon ziemlich Zuwachs gezeigt und gut, fair haben muss man auch sagen, wir düngen die auch gelegentlich. Also das ist nicht nur vom Boden die ganze Energie, aber man sieht es in diesem Alter, erträgt die Eibe ohne weiteres volles Sonnenlicht. Und was wir auch bemerkt haben ist, dass regelmäßiges Schneiden, also ein pflegender Rückschnitt, vor allem seitlich, sich positiv auf das Höhenwachstum auswirkt. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Diese Pflanzen werden dann mit den technischen Hilfsmitteln, die wir noch haben, herausgenommen und für den Verkauf vorbereitet. Und jetzt denkt sich bestimmt jeder, ja gut, aber wer kauft denn so große Eiben? Das muss ja enorm viel kosten. Ja, das tut es, aber ich konnte in den letzten Jahren einige im Kanton Zürich selbst und auch in der Stadt selbst an Förster verkaufen und sie damit überzeugen, dass man eben in dieser Größe von rund 1,80 bis 2 Meter eben auch keinen Einzelschutz mehr braucht. Noch, es kommen ja die Hirsche jetzt dann. Dann nützen dann auch so große Eiben nicht mehr viel, aber grundsätzlich gegen das Rehwild ist man da eigentlich auch dann auf der sicheren Seite und hat dann weniger Aufwand im Schützen und im Pflegen der Eiben. Noch eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf. Also der Start mit der Samenernte, danach folgt die Stratifikation von 1,5 Jahren, also Oktober 21 jetzt bei diesjährigen Saatgut bis im Mai 2023. Dann das Überliegen, 1 Jahr von Aussaatzeitpunkt Mai 23 bis Mai 24 zur Keimung. Dann erfolgen die 2 bis 3 Jahre Wachstum als Sämling. Da wären wir dann im April 2027, wo wir das erste Mal etwas verkaufen könnten. Oder wenn wir sie weiterentwickeln zu Sämlingen 2040, würde das dann noch einmal bis April 2030 gehen, im schlechtesten Fall. Also man sieht, wir haben 4,5 bis 5,5 Jahre bis zum verkaufsfähigen Sämling oder 6,5 bis 8,5 Jahre bis zum verkaufsfähigen Setzling. Und wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich seit 2012 zuständig bin
für den Forstgarten und gewissen Vorgesetzten, nicht meinem direkten, aber seinen Vorgesetzten musste auch schon erklärt werden, dass wir nicht innerhalb von 2 Jahren Veränderungen im Forstgarten wirklich wahrnehmen können oder wahrnehmen können, jetzt, dass der richtige Weg ist oder die richtige Maßnahme, so auf die Schnelle, da halt die Umtriebszeit bei der Eibennachzucht einfach eine ganz andere ist als bei anderen Baumarten. Ja, was macht dann die Nachzucht von Eiben schwierig? Und das sind, wie schon erwähnt, die lange Umtriebszeit, aber auch einige abiotische Faktoren, vor allem das Wetter, aber auch biotische Faktoren. Zuerst zu den abiotischen. Wir haben bei der Eibe eine Anfälligkeit für Frosttrocknis, nicht unbedingt für Frost, aber vor allem Frosttrocknis, und das bei kleinen Exemplaren, also jungen, viel mehr als bei älteren Exemplaren und auch bei Topfpflanzen und weniger bei Freiland gepflanzten Bäumen. Wann entsteht die Frosttrocknis? Man sieht es hier im Februar 2018, hatten wir wieder so eine Situation, es war ein relativ warmer Januar und dann gegen Ende Februar ist die Temperatur rapide gesunken. Gleichzeitig hatten wir starken Wind und viel Sonne. Weiter ging es dann im März mit der abgesunkenen Temperatur und relativ großen Temperaturunterschieden. Und genau da entsteht eigentlich die Frosttrocknis, wenn wir den Boden gefroren haben und viele oder starke Sonneneinstrahlung kombiniert wird mit warmen Temperaturen am Tag, aber der Boden nicht auftauen kann, dann entsteht eben die Frosttrocknis und auf diese ist die Eibe leider sehr anfällig. Warum denn überhaupt? Ja, die Eibe ist ein immergrüner Baum, das heißt, sie ist in der Lage, Photosynthese zu machen, auch im Winter, da sie ihre Blätter ja nicht verliert. Und für die Photosynthese braucht es ja bekanntlich neben CO2 und Sonnenlicht auch Wasser. Nun, die Eibe, wenn sie jetzt anfängt zu assimilieren und Photosynthese zu machen, öffnet sie ihre Spaltöffnungen in den Nadeln und möchte da CO2 aufnehmen. Durch das Öffnen der Spaltöffnungen entweicht aber Wasser und ist jetzt da der Boden gefroren oder eben der Topf komplett eingefroren, da kommt kein Wasser nach und sie vertrocknet. Diese Situation habe ich im 2012, im Juni, jetzt brauchen wir vielleicht ein paar Nasentücher oder so, habe ich diese Situation vorgefunden. Von den Topfpflanzen waren 75% tot. Ja, nicht umkehrbar, die konnten sich auch nicht mehr erholen. Damit war das Vermächtnis meines Vorgängers schon ziemlich geschmälert. Leider. Es ist viel Arbeit dahinter, wenn man sieht, das sind sicher schon 6 oder 8 Jahre Arbeit mindestens in diesen Topfpflanzen. Und ja, das war ein relativ holpriger Start. Wir konnten dann aber abklären mit der WSL, mit der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, an was das gelegen hatte. Und wir hatten da extreme Frosttrocknis-Ereignisse im Winter 2011, 2012. 2018 hatten wir, wie bereits aufgezeigt auf dem Diagramm, wieder solche Situationen. Und da könnte man jetzt ja glauben, ja gut, aber du hast ja gewusst, wieso passiert das wieder? Ja, es ist nicht ganz so einfach und zu jedem Lernprozess gehört halt auch Fehler machen und noch einmal verbessern und noch einmal verbessern. Und wir hatten da leider bei den Keimlingen, bei den Sämlingen Schäden, wie auch bei den Topfpflanzen, aber die Situation da war so krass, dass wir sogar auch bei größeren Eiben in den Beständen, und da sieht man ganz rechts, Schäden hatten. Nun, diese sind ja nicht so schlimm, als dass die Eiben jetzt absterben würden, aber bei kleineren Pflanzen, wie gesagt, ist das einfach dann das Todesurteil.
Ja, dann hat dann das Aussortieren angefangen. Das war weniger schön, aber ja. Zum Vergleich kurz, wir haben ja jetzt vor allem gesehen, dass das Topfpflanzen waren oder Pflanzen in den Saattischen, ja, die da betroffen waren. Zum Vergleich, wir haben hier oben unbeschadete Eibensämlinge im Freiland und auch unbeschädigte, aber völlig unschattierte Eiben im Verschulfeld. Also man sieht, wenn der Boden genug tiefgründig ist, dass es den Eiben eigentlich weniger ausmacht. Also es hat ganz wenig Schäden da bei den im Freiland, bei den Sämlingen, aber nicht wirklich bedeutend. Ein weiterer Faktor, warum das da super funktioniert, ist der Schnee. Und bei den Sämlingen reicht die Schneedecke dann aus, um sie völlig zu isolieren, auch vom Sonnenlicht, und die nötige Feuchtigkeit zu liefern. Im Saatenhaus, wo wir die Saattische haben, da kommt der Schnee leider nicht mehr auf den Pflanzen zu liegen. Also wir haben da ein neues Problem geschaffen eigentlich. Ein weiterer Schädling ist der Dickmaulrüsseler Käfer. Das ist ein Käfer, der frisst die Blätter oder eben auch Nadeln von immergrünen Pflanzen. Der kommt beim Kirschlorbeer gerne vor in den Hecken. Und von da, von den Hecken, kommt er dann zu uns, zu den Eiben auch, und legt seine Eier da in den Boden. Da schlüpfen Larven, und diese Larven können dann bei kleinen Eiben schon auch erhebliche Schäden verursachen, indem sie die Wurzeln abfressen. Und der Käfer an sich ist eigentlich nicht so das Problem mit dem Fraß der Nadeln oder der Blätter. Das überstehen die Pflanzen ohne Problem. Wirklich gefährlich wird es eigentlich nur für kleine Eiben wieder, wegen der Larve. Hier ein Beispiel, das ist von 2014. Da sieht man Freilandsaat, die intakt ist auf der rechten Seite, wurzeltechnisch, und auf der linken Seite der Übeltäter und was er angerichtet hat. War natürlich nicht nur einer, da waren mehr. Wie bekämpfen wir die? Mit Nematoden. Das sind Kleinstlebewesen, sogenannte Ährchen, die infizieren diese Larven und machen diese dann krank und bringen sie zum Absterben. Das ist eine biologische Maßnahme, man könnte auch mit Insektiziden arbeiten, machen wir aber nicht aufgrund von unserer Zertifizierung und auch aufgrund von Überzeugung. Seit 2015 setze ich eigentlich keine Chemie mehr ein, sondern nur noch biologische Stoffe im Forstgarten. Dann haben wir weitere Schädlinge, und zwar der oben links, das ist eigentlich der am meisten verursacht. Ist zwar nicht sehr groß, aber im Forstgarten ein wesentlicher Faktor. Es gibt da Aufzeichnungen, relativ alte von 1945, dann hat man auch Eiben ausgesät, und diese Eibensaat war dann nach einem Jahr überlegen nicht mehr vorhanden, und der Grund, war Mäuse. Und Mäuse können da schon wirklich große Schäden verursachen, und ich weiß es nicht warum, vielleicht weiß es ja irgendjemand, warum die so auf Eiben abfahren, weil anderes Saatgut, das gehen sie praktisch nicht an, aber die Eibe, die lieben sie. So wie auch der Kollege auf der rechten Seite. Dann im späteren Alter, da haben wir im Forstgarten weniger das Problem, weil wir einen Zaun haben, aber da gibt es dann ab und an mal irgendein Waldbesucher, der das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt das Tor aufbrechen oder so übers Wochenende, und dann bleibt das offen, und dann hat man halt auch Verbissschäden von Rehen, weil die wissen, wo die Eiben sind. Und die Kleinen vor allem, wo sie dann auch gut abfressen können. Da hatten wir auch schon leider Schäden durch das Rehen. Und ich habe es auch schon erwähnt, eben Schäden durch das Reh in den Beständen ist ja bekannt. Es gibt jetzt bald einen neuen Schädling, also er ist schon da eigentlich, und das ist der Rothirsch, der langsam bis in den Albis kommt und die Eiben aber
nicht frisst, natürlich auch verbeißt, aber vor allem eben große Exemplare schält. Und das ist eine weitere neue Herausforderung, die wir uns stellen müssen jetzt. Und ja, die Eibe hat es bestimmt nicht einfacher, ja, kann man sagen. Vögel können auch ein Problem sein, aber gegen die kann man eigentlich relativ einfach Schutzmaßnahmen treffen, sodass sie das Saatgut nicht reichen. Das ist weniger das Problem bei den Mäusen, die gehen unten durch, die gehen überall irgendwie rein. Man kennt es, wenn man ein älteres Haus hat, die kommen einfach überall irgendwie rein. Ja, jetzt zusammenfassend noch die durchschnittliche Anzahl Setzlinge pro Kilogramm Samen. Das ist noch interessant, das einmal darzustellen. Von einem Kilogramm Samen haben wir etwa 12.000 Korn, also einzelne Samen. Davon ergibt sich dann eine Keimrate von 40-60%, je nach Qualität des Saatgutes. Das ergibt etwa 7.200 Keimlinge. Von diesen 7.200 Keimlingen sind dann noch nach 2-3 Wachstumsjahren etwa 4.000 Sämlinge brauchbar zum Verschulen oder zum Verkaufen. Und nach dem Verschulen bleiben dann noch rund 2.500 Setzlinge nach 2-3 Jahren, die man als Setzlinge verkaufen kann. Das sind noch rund 35% aller Keimlinge. Jetzt fragt man sich, ja, aber warum ist denn das so? Und zwar ist das auf eine Art die natürliche Selektion und Mortalität, aufgrund auch von wechselnden Bedingungen und dem Verpflanzen und der Sonneneinstrahlung, die wechselt, ertragen das die einen besser als die anderen. Und da gilt es eigentlich zu sagen, ja, nur die Harten kommen aus dem Garten. Und das auch wegen den hohen Qualitätsansprüchen. Wir verkaufen grundsätzlich Forstpflanzen nur, wenn sie wipfelschäftig sind. Das heißt, eine Stammachse haben und nicht schon nach 2-3 Jahren einen Zwiesel- oder mehrstämmigen Wuchs zeigen. Die Eiben am Jütliberg sind bekannt für ihre Wipfelschäftigkeit und dass man damit auch Holz produzieren kann. Und darum scheiden relativ viele Eiben halt in diesem Prozess auch zusätzlich noch aus. Zu den getroffenen Maßnahmen für die Verbesserung. Man sieht es auf diesem Bild, aber auch auf diesem hier. Wir haben seit 2013 die Topfpflanzen zusätzlich schattiert als Maßnahme, um einfach die Photosynthese etwas abzublocken, wenn dann solche Ereignisse sind. Diese Schattierungsnetze wurden jetzt auch nicht über den Pflanzen angebracht und das aufgrund des Schnees, weil wir eigentlich wollen, dass der Schnee auf den Topfpflanzen zu liegen kommt. Und damit hatten wir eigentlich relativ guten Erfolg. Im 2018, muss man sagen, war die Situation so extrem wettertechnisch mit Wind etc., da konnten wir eigentlich einfach Schäden gar nicht verhindern. Also man kann sie noch begrenzen, aber bei den Topfpflanzen verhindern kann man sie eigentlich nicht. Dann 2015, einige, die in der Schweiz waren für die Eibentagung in Zürich, haben das gesehen. Wir haben ein Saatenhaus gebaut, ein sogenanntes. Das ist ein Insektenschutznetz, also eigentlich wie ein Tunnel, wenn man so will, einfach nicht mit Folie, sondern mit Netz, damit man Freilandbedingungen hat, weil der Frost eben auch gewollt ist beim Überliegen. Das ist wichtig, damit die Pflanzen dann überhaupt keimen. Und dazu haben wir, wie bereits erwähnt, die 90 cm hohen Saattische verwendet. Da ergaben sich folgende Vorteile. Wir hatten einen effektiven oder hundertprozentigen Mäuse- und Vogelschutz. Wir hatten Schutz vor Dickmaulrüssler. Da hatten wir eigentlich gar keinen Befall mehr. Wir hatten in der Erfahrung nach eine höhere Keimrate. Und wir hatten eine garantierte Schattierung durch das Netz, das gespannt wurde. Und wir mussten so eigentlich weniger Acht
geben auf die Schattierung. Die Nachteile, auch schon erwähnt, ups, das ging zu schnell. Die Saattische sind oder waren nicht tiefgründig. Das heißt, sie liefen Gefahr, komplett einzufrieren. Sie waren aus Metall auch oder sind aus Metall. Das heißt, die Kälte wird sehr schnell ins Substrat geleitet. Und auch der Schneefall, der eben natürlicherweise dann nicht mehr auf den Keimlingen zu liegen kommt. Was haben wir da gemacht? Im 2019 haben wir reagiert, und zwar haben wir eine schwarze Folie, die man im vorherigen Bild gesehen hat, ausgetauscht mit einem Vlies, das durchlässiger ist, das auch um Staunässe zu minimieren, weil damit hatten wir auch ein leichtes Problem in den Saattischen. Wir haben da eine Drainageschicht eingebaut und aus diesem Grund auch eine zusätzliche Erhöhung der Tische gemacht auf 20 cm Substrattiefe, weil wir womöglich auch eine Elektroheizung unten in die Drainageschicht eingebaut haben. Also das funktioniert jetzt so mit Thermostat, sobald die Temperaturen im Saattisch sinken und diese droht zu gefrieren, können diese Heizungen kurz heizen und dann eigentlich garantieren, dass die gar nicht mehr zufrieren. Damit haben wir eigentlich erreicht, dass der Faktor Frosttrocknis fast auszuschließen ist. Was wir auch machen, ist das Überdecken der Pflanzen bei Extremsituationen mit Vlies, das einfach als Transpirationsschutz. Ebenfalls als Transpirationsschutz bringen wir Äste oder Laub aus auf den Boden oder auf das Substrat, damit einfach auch die Feuchtigkeit weniger verdunsten kann bei Wind und Sonne, eben bei diesen Ereignissen. Und auch, worauf wir viel mehr achten seit den Schäden auch 2018, ist, dass der Schnee möglichst auf eben Töpfe zu liegen kommt. Und ja, das bedarf halt viel mehr Aufmerksamkeit und auch personelle Ressourcen, die stetig kontrollieren, wenn so eine Situation eben anfällt, und da muss man sofort reagieren. Also da reichen schon 3 Tage oder 4 Tage aus, an denen man nichts macht, und es geht alles kaputt. Also es kann, vor allem bei den Keimlingen oder Sämlingen, kann da sehr großer Schaden entstehen. Weiter verwenden wir auch solche Kokosmatten bei den Topfpflanzen, die es auch als Transpirationsschutz, aber auch als Schutz oder Eindämmung des Unkrauts. Also das hilft ein bisschen, dass da nicht so viel Unkraut wächst, und da wir ja alles, wie bereits gesagt, biologisch machen, das heißt Unkrautbekämpfung händisch, manuell und nicht chemisch, kann man da auch ziemlich viel Arbeit einsparen. Das sieht dann so aus. Aber auch im Freiland machen wir das. Zusätzlich mit dem Reisig, das wir auslegen. Und damit hatten wir auch relativ gute Erfahrungen. Das Bild, das man hier sieht von diesen Freilandsorten, da habe ich ja bereits erwähnt, dass das ein sehr positiver oder guter Erfolg ist. Und der nicht selbstverständlich ist, den haben wir auch nur damit erreicht, weil wir die Mäusebekämpfung wirklich schon fast in Extremis geführt haben. Also wir haben da Störsender verwendet und Fallen. Wir haben ein Vlies über das Saatgut gespannt und haben dann das immer kontrolliert, 2-mal in der Woche. Sobald da irgendwo Fraßschäden waren, haben wir genau da wieder Fallen hingestellt und somit relativ viele Mäuse über den Winter ja, vernichten oder bekämpfen können. Und das ist eigentlich nur dem zu verdanken. Aber das bedarf eben viel Aufmerksamkeit und auch personelle Ressourcen, um das immer machen zu können, neben all den anderen Arbeiten, die wir auch noch ausführen. Die Möglichkeiten bei uns im Forstgarten Albisgürtel in Zahlen: wir haben durchschnittlich seit 2012 etwa 6 Kilogramm
Eibensamen ernten können. Da haben wir Potenzial nach oben noch, wenn man das ausbauen würde oder möchte. Und das wären theoretisch 20.000 Sämlinge oder 10.000 Setzlinge im Jahr. Und das sind eigentlich auch die Möglichkeiten, die wir ausschöpfen wollen in den nächsten Jahren. Was mit dem Saatenhaus im Ist-Zustand aber so nicht unbedingt möglich wäre. Wir haben im Moment 5 Tische und nur 3 mit Heizung und dies aufgrund der Saattischerhöhung wegen dem Saatenhaus, das eben so ein Dach hat, kann man die äußersten Tische nicht aufdoppeln leider und darum konnten wir nur 3 umbauen. Da brauchen wir einen Tisch für die Neusaat, wir brauchen einen zweiten Tisch, der in der Keimungsphase und im ersten Wachstumsjahr ist. Dann brauchen wir einen Tisch im zweiten Wachstumsjahr und dann noch zusätzlich einen im dritten, eventuell. Und da sieht man, wir kriegen pro Saattisch 3 Kilogramm Samen rein, da fehlt uns eigentlich ein zweites Saatenhaus. Und da sind wir in der Planung bereits oder in den Gesprächen, das weiter auszubauen, um eben möglichst diese 20.000 Sämlinge oder 10.000 Setzlinge als Produktion erreichen zu können. Kommen wir zur Zukunftsperspektive. Ja, die Zukunftsperspektive sieht für mich oder für uns eigentlich so aus. Wir wollten diese Waldbilder hier wieder häufiger machen. Und dazu sichern und verbreiten wir die wertvolle Genetik der Ötliberger Eiben und somit, wie auch heute schon mehrmals erwähnt, einer seltenen und klimakompatiblen Nadelbaumart. Die Infrastruktur werden wir weiter ausbauen und wie gesagt ein Produktionsziel von 20.000 bis 10.000 Sämlingen bis 10.000 Setzlingen pro Jahr anvisieren. Auf den ersten Blick sind für viele Laien oder Leute die Eiben einfach nur Bäume. Wenn man aber genauer hinschaut, dann erkennt man, dass an der Eibe einfach bedeutend mehr dran ist als eben nur ein Baum. Ja, das Saatenhaus aktuell, das sieht im Moment so aus. Das Bild habe ich letzte Woche gemacht. Wir sehen hier das Saatgut ganz vorne. Ist das Saatgut von 2020. Da haben wir eine enorm hohe Keimrate. Diese ist auch da zu verdanken am WSL wiederum, an der Forschungsanstalt, da, weil sie eine Maschine haben, um Leersamen auszusortieren, haben wir, und das nehme ich an, deshalb eine sehr hohe Keimrate, weil wir praktisch keine Leersamen im Saatgut mehr haben. Und auch die Freilandsaat von diesem Jahr. Da kann ich sagen, also wir erreichen alleine mit diesem Jahrgang, wenn wir die durchbringen, locker die 20.000. Aber das ist auch nicht selbstverständlich jetzt da im Freiland. Das ist mehr auch ein bisschen Glück, würde ich behaupten, dass wir das so hingekriegt haben. Das war es eigentlich schon. Jetzt lade ich gerne noch zur Fragerunde ein, wenn es Fragen gibt. Ja? Sie sind heute Abend noch da? Ja. Gut. Dann schlage ich vor, weil wir die Pause eigentlich schon verbraten haben, den Teil heute Abend fortzusetzen nach dem Abendessen, weil das Abendessen ist fix terminiert, da kann man nicht groß dran rütteln. Und wenn wir jetzt nicht die Pause machen, dann fehlt uns noch eine ganze Stunde. Dem würde ich vorschlagen, einen Applaus für den Vortrag im Moment. Und wir machen einfach nach dem Abendessen genau an dem Punkt weiter, haben Sie Fragen zu dem Vortrag von heute Mittag? Ja? Und dann würden wir jetzt die Pause machen und wenn es geht um 16.15 Uhr, dann weitermachen wieder mit Ilex. Ja? Okay, dann jetzt Pause. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja,
Applaus.